Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Sonntagnachmittagsspiel der Fußball-Bundesliga. Frankfurt empfängt Borussia Dortmund. Beide Teams unter der Woche erfolgreich, beide Teams haben einen Lauf, auch in der Bundesliga. Und das wird spannend zu sehen sein, wer sich am Ende hier durchsetzen wird. Eintracht Frankfurt stößt an in den rot-schwarzen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts, der BVB im Ausweichtrikot von rechts nach links. Dementsprechend, wir schauen gleich unten auf die Aufstellungen. Eintracht höchst erfolgreich in der Conference League, aber auch der BVB mit einem Ausrufezeichen in Newcastle mit 1:0 gewonnen. Und somit beide Teams auf einer Erfolgswelle. Der erste Angriff rollte für Frankfurt jetzt über die linke Außenbahn und es gibt Freistoß aus guter Position. Chaibi wird da kurz vorm 16er gelegt. Frankfurt mit der gleichen Aufstellung wie zuletzt in Hoffenheim. Dort ja sehr erfolgreich Mario Götze nach abgesessener Sperre. Dementsprechend nur auf der Bank gegen seinen Ex-Club Dortmund. Etwas durchrotiert, eben angeschlagen und auch kräftetechnisch. Dieser Freistoß zunächst abgewehrt, aber Frankfurt bleibt in der Szene. Hummels dann gegen Koch, vertändelt den Ball. Knauf zieht in den Strafraum ein mit dem Rücken zum Tor. Findet Chaibi und der testet Kobel. Wurschtelt sich da irgendwie durch. Doch Gregor Kobel kann aus kurzer Distanz gut reagieren. Und hat auch ein bisschen Glück, ist wohl vom rechten Oberschenkel dann am Tor vorbei. Aber das war die erste gute Möglichkeit für die Eintracht. Der BVB konnte sich nicht befreien nach dieser Standardsituation und muss jetzt diesen Eckball irgendwie rausbekommen. Ball kommt rein auf den ersten Pfosten und Chaibi kommt wieder zum Abschluss. Diesmal aber unter noch höherem Gegnerdruck, der Kopfball auf den langen Pfosten gesetzt, der geht aber dann vorbei bzw. drüber. Kobel kann das einschätzen und hat jetzt den Ball am Fuß, schlägt ihn weit nach vorne in die gegnerische Hälfte. Malen mal mit der Ballbehauptung. Oben wird es angezeigt, Eintracht Frankfurt mit der besten Defensive der Liga. 6 Gegentore stehen da erst zu Buche, das ist extrem stark und mittlerweile hat es ja auch mit dem selber Tore schießen besser funktioniert. Und so konnte man eben Hoffenheim schlagen, muss jetzt aber aufpassen. Der BVB das erste Mal nach vorne unterwegs, aber die Szene erstmal geklärt. Reasson über rechts, sieht Felix Metscher. Füllkrug ist ein bisschen zu frei, setzt den Lupfer an. Aber tut er gerade noch so mit der Klärungsaktion vor der Linie. Eben ganz kurz im Anschnitt gesehen den voll besetzten Gästeblock. Natürlich ausverkauft, wie fast immer in der Frankfurter Spielstätte. Erster Eckstoß jetzt auch für Dortmund. Marcel Sabitzer bekommt den Ball noch zu Malen rübergelegt. Mats Hummels. Benzibaini. Malen hat jetzt die Abschlussposition und macht das Ding rein. 16. Minute 0:1. Der BVB geht in Führung. Das ist zu luftig verteidigt. Darf mal nie im Leben so frei zum Abschluss kommen und dann auch so einfach, ja, das ist gut durchgespielt, aber Max orientiert sich nach außen, muss den Weg nach innen zumachen. So ist der Weg zum Tor eben völlig offen und Kevin Trapp ist mal vollkommen machtlos. Daniel Malen mit dem 1:0 nach starker Frankfurter Anfangsphase jetzt das 1:0 für den BVB, die durch Füllkrug auch eben schon eine gute Möglichkeit hatten. Malen jetzt in der Vollstreckerposition mit dem rechten Außenrist. Und der BVB kommt schon wieder über Daniel Malen. Diesmal aber ein Frankfurter dazwischen. Knauf.
Der Ball wäre nicht schlecht gewesen für Marmoush, aber Hummels hat aufgepasst. Grundsätzlich kann man ja sagen, die Eintracht hat sich gefestigt mit Dino Topmöller. Klar, ein neuer Trainer, da kann nicht alles von jetzt auf gleich funktionieren, plus Kolo Muani weg. Aber mittlerweile ist das eine gute und eingespielte Truppe, die vor allem über eine unfassbare defensive Stabilität verfügt. Umso erstaunlicher, wie einfach dann doch das 0:1 fallen konnte. Aber es ist sehr ausgewogen. Marmoush auf Buta. Riasson dazwischen, verteidigt das gut. Und es könnte wieder in die andere Richtung gehen. Füllkrug macht den fest. Rainer, Matcher. Und wieder Rainer mit der Hacke zu Malen. Jetzt mal eine Seitenverlagerung. Benze Baini bringt den Ball aber wieder in die Mitte. Und Sabitzer. Schwacher Pass. Skiri dazwischen, räumt auf, kommt auch immer besser rein jetzt bei der Eintracht nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln. Und Shaibi mit viel Platz auf rechts, bringt die Flanke, die ist nicht schlecht. Philipp Max! Gute Möglichkeit. Nach einer knappen halben Stunde, Kobel ist aber da und klärt zur Ecke. Die wird Skiri ausführen. Eigentlich auch mal ein gefährlicher Mann für die Box bei solchen Standardsituationen. Bringt den Ball jetzt aber selber rein. Wieder auf den ersten Pfosten getreten, Benze Baini dazwischen. Aber der zweite Ball bei Buta. Gut vorbeigelegt. Bekommt er auch noch vor der Torauslinie. Philipp Max, Buta rennt sich fest, Riasson wieder dazwischen. Die Frankfurter bleiben aber weit oben drauf. Hummels verschafft sich mal ein bisschen Platz. Macht er clever und so hat dann Dortmund auch wieder die Chance, sich hinten rauszuspielen. Malen verliert den Ball und es kann wieder in die andere Richtung gehen. Larsson. Oma, Marmoush, Riasson. Heute Staubsauger vom Dienst. Hat er schon viele Aktionen der Frankfurter unterbunden, kurz bevor es richtig gefährlich wurde. Und jetzt schaltet er sich in die Offensive mit ein. Über die rechte Seite, nimmt nochmal etwas Tempo raus. Malen, auch der über rechts. Reus. Riasson, Sabitzer. Matcher! Und Trapp muss eingreifen. 42. Minute, gute Abschlussmöglichkeit, hat der BVB sich um den 16er herumgespielt, bis dann die Möglichkeit da war, mal zu schießen. Das ist auch richtig. Kevin Trapp wehrt ihn aber ab und kann zur Ecke klären. Wieder kurz ausgeführt. So auch ja das 1:0 gefallen. Malen. Rainer. Ah, das ist so einfach. Ansgar Knauf ist dazwischen. Und vielleicht die Kontersituation. Buta. Shaibi. Ah, in den Rücken gespielt von Philipp Max. Das ist zu unpräzise. Wir sind auch kurz vorm Halbzeitpfiff. Das dürfte dann es auch erstmal gewesen sein. So ist es. Es steht 0:1. Frankfurt besser reingekommen. Dann Dortmund mit einer guten Phase. Es wurde offener. Frankfurt nochmal mit einer Möglichkeit. Aber auch der BVB kurz vor der Pause nochmal mit der Chance zu erhöhen. Es steht 0:1. Alles offen für Durchgang 2. Kann sich durchaus sehen lassen, dieses Fußballspiel. Zurück in Frankfurt, jetzt die Dortmunder mit dem Anstoß, spielen jetzt mit den Gästefans im Rücken, Frankfurt dementsprechend mit ihren heimischen Fans in der heimischen Fankurve im Rücken. Wer kann davon profitieren? Wir werden es sehen, wenn jemand davon profitieren kann. Normalerweise ja die Frankfurter Fans immer dafür da, die Mannschaft nochmal richtig zu pushen. Jetzt müssen sie das auch tun, es steht 0:1. Dortmund kommt über links, Benze Bainis Flanke aber von Koch erstmal entschärft. Der Gegenangriff läuft, Buta, Knauf. Der BVB aber wieder mit genug Mann da. Frankfurt dann doch in solchen Situationen immer wieder etwas zu langsam, zu behäbig.
obwohl sie hier eigentlich kein schlechtes Spiel machen. Doch Dortmund ist sehr gefestigt, macht es gut. Ist sich ja mittlerweile auch nicht mehr zu schade, mit einem 1:0 zufrieden zu sein, denn tabellarisch sieht es sehr gut aus für den BVB. Bei all der Kritik darf das nicht unerwähnt bleiben. Schöner Ball, aber Trapp ist aufmerksam und fängt den ab. Spiel von hinten raus schwierig, aber abgepfiffen. Diese Aktion, Freistoß für Frankfurt. Koch wird da umgelegt. Gibt es natürlich ein paar Diskussionen, aber Gelb gegen Matcher kann man schon pfeifen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, von hinten nicht mehr, nicht weniger. Und da der erste Wechsel der Partie. Götze kommt für Shaibi auf die 10er-Position. 1:1 Wechsel dementsprechend. Doch der zweite Durchgang noch nicht wirklich von Frankfurt spielerisch in Sturm genommen. Also da muss jetzt etwas mehr kommen. Halbe Stunde noch etwa zu spielen. Götze über die linke Seite. Hat viel Platz. Dribbelt mit dem Ball in den Strafraum rein. Süle stellt einmal den Körper zwischen. Das war's dann mit dieser Offensivaktion. Also Frankfurt tat sich in Halbzeit 1 deutlich einfacher damit, Möglichkeiten zu kreieren. Dortmund vielleicht auch noch nicht ganz so gut geordnet wie jetzt. Und mit der 1:0-Führung im Rücken hat der BVB alle Trümpfe in der Hand. Reus verliert den Ball an Max, holt aber zumindest einen Einwurf raus. Der nächste Wechsel, Jakic kommt für Larsson, Matcher, gelb vorbelastet, kommt für Can, der unter der Woche noch angeschlagen war. Also da hat es wohl dann nicht für 90 Minuten gereicht, hat aber jetzt nochmal 20 Minuten knapp Zeit, die defensive Stabilität auf der 6er-Position weiter fortzuführen, wie es bisher auch Felix Matcher geschafft hatte. Max halb hoch auf Trapp, der hat aber kein Problem damit umzugehen. Der hat jetzt eine gute Idee. Marmoush, Buta. Bisschen Platz jetzt. Götze. Der Pass muss einmal richtig kommen. Marmoush zu Götze. Und Kobel mit der Fußabwehr. Stark durchgespielt von Frankfurt. Das geht hinten bei Trapp los mit einem weiten Schlag auf Marmoush. Am Ende Götze mit links. Aber nicht mit dem Torerfolg. Jetzt wieder der BVB. Riasson. Marlen, auch lange nichts mehr gesehen vom Torschützen des 1:0. Reus. Sabitzer. Spaziert da in den 16er hinein. Trapp hält den Ball dann. Jetzt vielleicht. Guter Ball von Buta auf Marmoush. Der verliert etwas Tempo. Götze. Aber auch da wieder kein Vorbeikommen an Süle. Hummels bereinigt dann. Frankfurt bleibt aber dran. Jetzt nochmal ein bisschen stärker geworden in den letzten 5 bis 10 Minuten. Skiri. Götze. Diesmal kommt er. Nochmal zum Abschluss. 83. Minute. Kobel mit der Parade. Nochmal zwei Wechsel, Reus geht, Brandt kommt und auf der anderen Seite kommt Gangkam, der mit seiner Bulligkeit da nochmal etwas im Strafraum kreieren soll. Der Eckball hier aber zu schwach geschlagen, Kobel hat kein Problem, den abzufangen. Der Abstoß kommt aber wieder zurück, Jakic. Rechts ist Platz, da müsste der Ball eigentlich raus, sieht dann aber Jurpacho, nimmt den mit, Skiri. Götze, der hat das Spiel mittlerweile belebt, das Offensivspiel, Mario Götze. Philipp Max gegen Riasson kommt da nicht durch. Langsam muss was kommen, das Spiel ist gleich vorbei. Der BVB jetzt mit der Chance
Zeit von der Uhr zu nehmen. Das nehmen sie auch so wahr, diese Aktion. Malen, Brandt. Flanke auf den zweiten Pfosten. Die ist gut. Reyna nochmal mit der Chance. Super Flanke. Aber abseits. Deswegen jetzt keine Ecke, sondern vielleicht nochmal die Möglichkeit für den letzten Schlag für Eintracht Frankfurt. Robin Koch von hinten raus. Nein. Mehr passiert nicht. Es bleibt bei diesem knappen 1:0. Frankfurt hatte nochmal einige Chancen zum Ende hin. Aber Kobel behält die weiße Weste. Dortmund gewinnt knapp, aber nicht unverdient. Sehr ausgeglichenes Spiel. Der Treffer von Daniel Mahlen macht am Ende den Unterschied. Frankfurt muss sich nicht schämen für diese Leistung, aber kaufen können sie sich davon nichts. Die Partie am Sonntagnachmittag zwischen Frankfurt und Borussia Dortmund endet mit 0:1.